Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe in letzter Zeit keine Videos gemacht, weil es ist mir zu heiß war. Und dann bin ich relativ unkreativ und klöne nur vor mich an. Und in den letzten Tagen hat es jetzt aber zwei Tage gegeben, wo kühler waren. Diese Gelegenheit habe ich genutzt und habe ein Video gemacht. Nein, ich habe sogar zwei Videos gemacht und die möchte ich dir jetzt zeigen. Es sind einfache Dekorationsideen, Inspirationen, die man einfach nachmachen kann. Und das erste hat mit einer Pflanze zu tun, die jetzt gerade am Verblühen ist oder es trocknet im Garten. Ich weiss nicht, wie die Pflanze heisst. Wenn du es weißt, schreib es doch unten in den Kommentar. Aber wenn du das siehst, du weißt gerade, was ich meine. Also du hast es entweder im Garten, du findest es nämlich im Garten, oder man kann es sicher auch bei Floristikbedarf oder Blumengeschäft kaufen. Das ist das Erste. Und das Zweite hat mit Federn zu tun. Ich sammle immer Federn, wenn ich unterwegs bin, wie fast alles, was ich sammle. Und da habe ich so eine abstrakte Inspirationsdekoration. Man kann natürlich unglaublich viel machen mit Federn. Ich zeige dir jetzt meine Idee, die ich habe. Und vielleicht ist es für dich Inspiration. Also würde ich sagen, dann starten wir. Ich wünsche dir sehr viel Spass dabei und wir sehen uns am Schluss nochmal. Also, viel Freude beim Anschauen.
Das sind jetzt die zwei kurzen Videos gewesen, wo dir hoffentlich eine kleine Inspiration gegeben haben. Und ich weiss nicht, wenn das nächste Video aufgeladen wird, weil mit dem Pulp, also mit dem Papier, Vasen oder Figuren zu machen, ist es jetzt einfach ein bisschen zu heiß. Es gestaltet sich ein bisschen schwieriger. Aber wenn du eine Idee hast, was ich dir könnte zeigen oder eine Frage hast zu irgendetwas, dann schreib mir das gerne unten rein. Und dann gebe ich die Antwort oder ich mache irgendetwas Kreatives. Von dem her würde ich sagen, das war es. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal und danke vielmals, dass du heute auch wieder dabei gewesen bist. Tschüss zusammen.